nicht! Du gewinnst ja wieder keinen Zweikampf. Bei dir gibt's nur Kontakt, wenn du die Steckdose greifst. Ja, DFB-Pokal. Ne? Zu den beiden Abenden biete ich einen Meditationskurs für Bayern- und BVB-Fans an. Ja, sicher. Der DFB-Pokal. Gemeinsam abschalten. Für eine Sensation brauchst du halt auch einen Zen-Meister. Mit Bildern im Kopf. Aus der Krise. Ja, sicher. So geht es. Wir machen mal einen kleinen Test für die Bayern-Fans. Also, ganz langsam einatmen, ausatmen, ein... Stefan! Ausatmen. Die Bayern-Fans, denkt jetzt, ihr geht in einem großen Haus vorbei. Danach passiert ihr einen Supermarkt und verlasst ganz plötzlich euren Weg. Oder kurz Villarreal raus. Patrick, bleibst du da weiter auf dem Platz liegen? Kommt gleich die Spurensicherung und malt so Kreide um deinen Körper! Ja, und die Bayern können dann schon zum 10. Mal in Folge deutscher Meister jetzt werden. Also 10-mal am... in Dortmund. Deutscher Meisterschaftstitel ist mittlerweile so viel wert wie so eine entwertete Kinokarte. Hängt sich auch keiner mehr in den Kühlschrank und sagt, ach, guck mal, wie geil. Der FC Bayern, der sammelt Trophäen wie früher in den 90ern, Wolle Petri, seine Armbänder hier. Und der Wolle hat dann irgendwann auch mal gemerkt, boah, so geil ist es auch nicht. Stinkt auch ein bisschen. Und eine Welttournee wird es auch nicht mehr. Jetzt fragst du dich natürlich, wie kriegst du Spannung in der Bundesliga? Ist ganz klar, ich habe die Lösung. Alle Bundesliga-Profis. Wer jetzt zusammengetan mit diesen ganzen YouTubern und Twitchern hier wie Knossi, Trimax oder wie heißt nun Montana Black. Alle in einen Raum und die Jungs erklären den Bundesliga-Profis dann mal, wie schaffe ich es? 7 Tage die Woche, 14 Stunden täglich, unterhaltsam durchzuspielen. Hermann! Die Einzige, die an dich noch glaubt, das ist die Dusche. Die wird immer noch heiß, wenn sie deinen Körper sieht. Ja, und RB Leipzig kann diese Saison noch einen Titel mehr holen als der FC Bayern. International gesetzt. Vielleicht spielt dann RB Leipzig nächste Saison gegen den FC Barcelona. Dann hört dieses scheiß Gejammer um Karten auch endlich mal auf, ey. Ja, die Eintracht-Fans, die haben gezeigt, wie man mit der Plastikproblematik im Fußball umgeht. Ne? Dafür ist halt ein Liga-Essig. Ich würde halt sagen, Frankfurt spielt nächstes Jahr nur noch international. Kräfte sparen für Europa. So ist das Stichwort. So eine Fankultur, die wächst über Jahre. Du gehst doch auch nicht zu einer Traube, drückst dir 200 Euro in die Hand und sagst, so, jetzt wirst du ein geiler Riesling. Gut Ding will Weile haben. Die Eintracht hat 64 Jahre keinen Titel mehr geholt. Der 1. FC Köln 45 Jahre. Und in Köln, da geben die Spieler aktuell das letzte Hemd und der Trainer sogar die Mütze. Da geht dem Baumgart nach dem Derby-Sieg gegen Gladbach hin und gibt dem Gladbach-Fan die Kappe. Nach dem Derby-Sieg, weil er gesagt hat, ach, der war so lieb. Wie kann man den Gegner demütigen, ohne dass er das merkt? Jerry, werd doch Kranführer hier bei deiner herablassenden Art. Und im DFB-Pokal will der HSV die große Sensation schaffen. Ja, sicher. Trainer Walter so, wir wollen... Eine Hand an den Pott. Mhm. Nützt aber nichts, wenn der Kopf schon wieder eine Schüssel ist. Und den Kopf nur kurz rausziehst, um Luft zu holen. Ja, sicher. Du steckst da auch nicht einen weißen Labrador zu 5 Dalmatinern in den Hundezwinger und sagst, komm Junge, du hast 4 Wochen Zeit. Hol dir die Punkte. Wer der HSV die Arche Noah gebet auf der Welt überhaupt gar keine Tiere. Beim HSV hilft noch nicht mal eine Delfintherapie. Die holen sich aus dem Kühlschrank ein Glas Rollmöpse, wickeln die auf und streicheln die. Beim HSV holen sie am Anfang der Saison immer Leute, wo du merkst, das langt nur fürs Mittelfeld. Und am Ende bist du wieder am Rechnen. Aber Statistik und Statik haben im Fußball noch nie irgendwie richtig geholfen. Der HSV hat in den letzten Jahren so oft den Aufstieg verpasst, da zieht selbst der Mount Everest einen Hut. Ich kaufe denen so eine Promi-Videobotschaft, dem HSV. Kannst du auch machen. Ja sicher, von so einem Hollywood-Schauspieler, von einem Erfolgreichen, der weiß, ich halte mich ans Drehbuch. Am Ende wird's spannend mit einem Happy End. Hi, mein Name ist Tom Cruise. Ich liebe Mission Impossible, aber bei dir, HSV, reicht's mir jetzt. So, Stefan, komm, runter da jetzt. Warum? Aus Glaubensgründen. Ja, weil ich nicht glaub, dass du die nächsten Minuten hier da was reißt.
Kevin! Boah, der ist so hohl, der hat sich bei eBay eine Angel ersteigert und fragt den Verkäufer, wo ist denn der Haken? Und der so, gibt keinen. Nochmal. Ausatmen. Ah, nee! Scheiße, nochmal. So. Der Meistertitel in der Bundesliga ist mittlerweile so viel weh. Dieses Rumgeflenne. Sag mal. Fällt schon das letzte Hemd. Nach dem Derby-Sieg von Köln in Gladbach noch eine Mütze. Und warum? Warum? Weil ich den Text vergessen habe. Nützt aber nichts, wenn der Kopf schon wieder eine Schüssel ist. Und du den kurz rausziehst. Mann, die holen sich aus dem Kühlschrank ein Glas Bismarck-Heringe, wickeln die auf und streicheln die. Mein Name ist Tom Cruise und ich liebe Mission Impossible, aber bei... Nochmal.